Und damit hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender 2017. Ich habe noch nie zuvor einen Adventskalender gemacht, deswegen weiß ich gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Wir machen heute, also diesmal etwas ganz Besonderes, aber bevor ich euch das verrate, werden wir uns einmal dieses wunderschöne Haus hier anschauen, was ich zu 100% selber gebaut habe. Ja, das hier ist der sozusagen Eingangsbereich oder so mit so einer Chill-Ecke, einem kleinen Esstisch mit Bechern drauf, hier einen Bücherregalen, so, wo man sich halt hinsetzen kann und mit seinen Freunden irgendwas machen kann. Hier so Schach spielen, Bücher lesen, bla bla. Gehen wir am besten gleich mal in den nächsten Raum. Hier befindet sich das wunderschöne Treppenhaus. Hier mit so einer Sitzecke, wo man so ein bisschen rausschauen kann, zum Weihnachtsbaum nach da hinten. Und dem Keller. Der Keller ist nicht sehr spektakulär. Den habe ich einfach gehalten, damit man das ein bisschen übersichtlicher hat mit den ganzen Kisten hier. Da kann man Sachen reinmachen. Kann man vielleicht auch noch so Bilderrahmen hier vorne dranhängen, wo man was drin hat. Kann man alles noch machen. Ja. Dann gehen wir am besten mal gleich in den nächsten Raum. Und zwar dem Wohnzimmer. Ja. Das Wohnzimmer ist typisch für so alte Häuser, voll mit Bücherregalen, einem wunderschönen Kamin mit einer lederbezogenen Bank, Couch, Teppich, roten Teppich, noch mehr Bücherregalen, einem Steintisch, auf dem ein Schachspiel steht und eine Blume und noch ein paar Kisten, die hier so in den Ecken rumstehen. Der Kamin hier geht noch weiter nach draußen, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen hier. Da ist der Kamin und ich soll vielleicht wieder reingehen, es ist ziemlich kalt hier draußen. So. Gehen wir am besten gleich mal weiter nach oben. Hier oben ist ein wunderschönes Bücherregal. Mit unten drin noch, ich glaube, das kann man, ne? Ja, das muss ich ganz kurz hier. Geht das hallo? Hallo vielleicht? Ne? Geht das? Ja, geht. Sehr schön. Auf jeden Fall ist hier oben das Esszimmer oder halt so ein Konferenzraum, wo man halt essen kann auch. Mit ganz, ganz, ganz viel Kuchen auf den Tischen. Und ich bin gerade auf dem Tisch rumgelaufen. Ja, und Braustand, weiß ich nicht, vielleicht für Punsch oder so, keine Ahnung. Was man halt in dieser typischen kalten Jahreszeit eben trinkt. Ja, dann gehen wir mal weiter wieder rüber ins Treppenhaus und schauen uns mal das obere Stockwerk an. Hier befindet sich nochmal so ein kleiner Sitzbereich, sage ich jetzt mal, wo man auch nochmal schön nach draußen schauen kann. Und hier befindet sich einmal ein Arbeitszimmer mit Kamin, hier so einem Schreibtisch mit noch ein paar Büchern. Verzauberungstisch, ein Armor-Stand, wo man seine Rüstung dran machen kann. Ich habe da jetzt mal eine typische Lederrüstung dran gemacht. Und in dem Regal. Und so eine kleine Sitzecke hier hinten, wo man auch nach draußen schauen kann. Und hier ist nochmal ein kleiner Schreibtisch, Bücherregale. Nochmal so eine Art Schreibtisch. Hier befindet sich noch so eine Küche. Ja, Küche typisch Ofen. Hier mit ein paar Bücherregalen, hier noch so ein Crafting-Table und noch ein paar Öfen. Hier sind auch noch Kisten. Und nochmal einen kleinen Esstisch, wo man auch mal nach draußen schauen kann. Und hier kann man auch noch auf so einen kleinen Balkon, wo man dann sich die schöne Natur anschauen kann. Ja, dann gehen wir mal wieder nach drinnen. So, und schauen uns das nächste Stockwerk an. Das nächste Stockwerk ist der Dachboden. Den habe ich eigentlich ganz einfach gehalten. Da könnt ihr entscheiden, was ihr reinbauen wollt. Ich überlege auch, sie zu, irgendwie zum Download zur Verfügung zu stellen, damit ihr da irgendwie noch was reinbauen könnt, falls ihr Lust habt und die verwenden könnt. Falls ihr das wollt, dass ich das zum Download zur Verfügung stelle, dann könnt ihr hier oben rechts mal abstimmen und schauen. Und da gibt es dann so, ja, ich will, nein und egal. Könnt ihr anklicken und dann schaue ich mal, ob ich das irgendwie hinbekomme, falls ihr das wollt. Ja, das da oben war noch so ein kleiner Schlafbereich mit so einem kleinen Schreibtisch und noch einem Bücherregal und einer Kiste, wo man dann so, keine Ahnung, Gäste schlafen lassen kann oder so. Und jetzt gehen wir mal wieder ganz nach draußen. Ich nehme mal den schnellen Weg.
Und spring hier einfach über den Balkon. So. Tada. Und jetzt gehen wir mal in die Mitte zu unserem wunderschönen Weihnachtsbaum. Da hinten sieht man auch nochmal, da kommt der Fluss raus. Und da hinten geht er wieder raus, das sieht man gerade nicht. Zu weit weg. Und da steht dann jetzt noch so ein Leuchtfeuer oder sowas. Um da so die Einfahrt zu markieren. Ja, hier ist unser wunderschöner Weihnachtsbaum. Und wie ihr seht, sind hier auch schon die einzelnen Tage. Wollen wir uns doch mal gleich die erste Kiste schnappen. Und zwar hier. Hier liegt jetzt ein Buch und eine Diamantaxt drin. Die können wir uns mal rausnehmen. Was steht mal in dem Buch? Willkommen beim Adventskalender 2017 und viel Spaß wünscht euch Jodeta. Ja, danke Jodeta. Und wir haben hier noch eine Diamantspitzhacke bekommen. Und wofür wir diese Diamantspitzhacke brauchen, zeige ich euch, verrate ich euch jetzt. Und zwar ist das Projekt in diesem Adventskalender, bauen wir ein Haus. Und zwar bauen wir dieses Haus 24 Parts lang, genau hier. Genau hier bauen wir unser Haus. Und ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, ob wir überhaupt ein Haus bauen. Wir können auch einen Marktplatz bauen oder was auch immer. Wir werden mal schauen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie viel Platz wir hier überhaupt haben. Also wir könnten hier ein Haus hinbauen. Ja, mit hier so einem Weg hin. Würde ganz nice aussehen. Dann schnappen wir uns mal ein bisschen Fichtenholz. Und schauen, wie wir das ganze Haus hier hinpacken. Ich würde... Ah ja, genau. Packen wir hier mal den Eingang hin. So. Ah, wir könnten es eigentlich noch ein bisschen breiter machen. So. Ja, genau. Dann packen wir hier. Jetzt gehen wir hier 1, 2, 3 hier hin. 1, 2, 3 hier hin. Perfekt, da haben wir schon mal unseren mehr oder weniger Eingang. Dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Und hier weiter. So. Und dahin. Ja, sieht ganz ordentlich aus. Dann gehen wir hier mal weiter. Ah, das ist mir schon viel zu nah an dem Baum. Dann gehen wir hier hin. Hallo? Warum schneiden die hier schon zu? Die sind noch nicht fertig. Dann gehen wir hier weiter. Wie gesagt, ich baue jetzt gerade nur das Grundgerüst, also wie wir es ungefähr bauen könnten. Es kann sich ja alles noch verändern. Hier noch. Und hier. So. Ich will es auch nicht zu quadratisch bauen, sonst sieht es ein bisschen blöd aus. Okay, so. Perfekt. Dann bauen wir hier noch was hin. Ja, so sieht es bis jetzt aus. Ich würde sagen, wir schließen das. Oh. Es hat aufgehört zu schneien. Welch ein Wunder ist geschehen. Puh, der Schnee blendet ganz schön. So. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Es passt perfekt, Leute. Perfekt passt das. Dann machen wir das Ganze hier noch zu. Ja. Oh, sind das? Ja, das sind drei. So. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Das dürfen wir alles. Jawohl! Perfekt. Okay, Leute, das ist das Grundgerüst von unserem Haus. Vielleicht erweitere ich das Ganze hier nach vorne. Das würde eigentlich ziemlich nice aussehen, Leute. Das würde es. Das würde es. Dann packen wir die hier nochmal weg. Machen das Ganze dahin. Und dahin. Und ziehen das Ganze nochmal so weit raus, ja. Okay. So. Jetzt machen wir das Ganze noch zu. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So.
Genau, das hatte ich befürchtet. Sieht ein bisschen ulkig aus, Leute. Aber das wird schon. Das wird schon. Wir ziehen die Balken am besten nochmal auf 3 hoch. So. Ja, das wird schon. Das sieht gut aus, Leute. So. Noch die eine Ecke hier. Ja. Okay. Nicht mehr viel, Leute, nicht mehr viel. So, vielleicht packen wir hier vorne auch noch so einen Eingang hin wie drüben. Würde bestimmt interessant aussehen. Das Ganze wird wahrscheinlich kein modernes Haus werden. Also das wird wahrscheinlich so eins wie drüben. Okay, Leute, soweit sind wir für heute gekommen. Morgen beim zweiten Tag des Adventskalenders geht's weiter. Und das war's dann erstmal für heute. Wir sehen uns dann morgen beim zweiten Tag des Adventskalenders wieder. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und einen netten Kommentar. Und genießt natürlich die Weihnachtszeit. Und bis zum nächsten Tag des Adventskalenders. Ciao!